Karten, die dein Weltbild verändern. Diese Karte zeigt die höchsten Berge in den Ländern Europas und Umgebung. Je nachdem, wo man die Grenze zwischen dem europäischen und dem asiatischen Kontinent zieht, kommen als höchster Gipfel Europas sowohl der Elbrus als auch der Mont Blanc in Frage. Und noch ein Fun Fact: die höchste Erhebung Dänemarks, der Molochøj, liegt nur 171 Meter über dem Meeresspiegel. Hier sehen wir das Bevölkerungswachstum pro Kontinent zwischen 2000 und 2018. Während es in Europa nur einen kleinen Anstieg gab, hat sich die afrikanische Einwohnerzahl um mehr als 56% erhöht. Und wie sich das Bevölkerungsverhältnis zwischen den beiden Kontinenten über die Zeit entwickelt hat, kann man sehr gut auf dieser Grafik hier erkennen. Im Jahr 1900 lebten noch dreimal so viele Menschen in Europa wie in Afrika. 1993 herrschte dann ungefähr Gleichstand. 2020 war die afrikanische Einwohnerzahl dann doppelt so groß wie die europäische. Und Schätzungen zufolge könnten bis 2047 viermal mehr Menschen in Afrika leben als in Europa. Und was denkst du über diese